weil erstmal das Haus an sich voll vermietet ist. Auf dem hinteren Teilgrundstück, dort wo die Unterbringung erfolgen soll vermutlich, sich Gewerbemieter befinden, die natürlich jetzt darum fürchten, ihre Gewerberäume wieder loszuwerden, kurzfristig sozusagen verdrängt werden. Und einem solchen Verdrängungsprozess würde das Bezirksamt niemals seine Zustimmung geben. Man darf es nicht an einer Stelle so arg konzentrieren, und die Region 1, zu der dieser Bereich gehört, ist schon mit zwei Einrichtungen deutlich versorgt. Wenn Sie sich den Brief durchlesen, gibt es eine diplomatisch ausgedrückte Kritik, aber ich denke mir, ein Wutbrief würde anders formuliert sein. Es ist in erster Linie eine Information für die Anwohner. Wir haben das Problem, dass hier zwei Einrichtungen geschaffen werden, die ja 50 Meter voneinander weg liegen, und dass es da natürlich, wenn 500 Asylbewerberinnen und Asylbewerber in beiden Einrichtungen sind, dass es natürlich zu einer gewissen Konzentration kommt, die für einen Kiez nicht positiv sein kann. Büro. Anwohner kommen täglich zu uns oder rufen an und sind besorgt und sind auch teilweise auch erregt. Es gibt sogar Aggressionen im Vorfeld bereits. Wenn man eine Notunterkunft schafft, das heißt ein Elendsquartier, dann darf man sich nicht wundern, wenn davon sozialer Unfriede ausgeht. Und das können wir hier leider nicht gebrauchen. Ganz großer Quatsch, wenn wir eine weltoffene Stadt sein wollen in Europa und hier jahrelang alles leer steht, gibt es überhaupt kein Argument, dass hier nicht Menschen reinkommen dürfen. Was soll man machen? Irgendwo müssen sie ja bleiben. Ne? Man kann sie ja nicht dann irgendwo abschieben.